Etwa 1 Million deutsche Urlauber kommen jedes Jahr an den Strand von Clearwater in Florida. Doch über diese Brücke, die den Strand mit der Innenstadt verbindet, geht oder fährt kaum ein Tourist. Die City von Clearwater wie ausgestorben. Hier herrscht Scientology. You see, Scientology is not compatible with the normal world. Scientology ist mit unserer Gesellschaft nicht vereinbar. Sie haben ihr eigenes Glaubenssystem. To some extent adversarial to the outside world. They think they are superior, that they have superpowers, that they have special privileges, denken, sie hätten Superkräfte and und that's besondere never going to be compatible mit einer demokratischen Republik lässt sich das so niemals vereinbaren. Republic, a democracy. It'll never be compatible. Tom Smith lebt seit Jahren mit seiner Freundin in Clearwater. Es ärgert und beängstigt ihn, was in seiner Heimatstadt vor sich geht. Vor allen Dingen auf dem Festland. Clearwater liegt zwischen der Tampa Bay und dem Golf von Mexiko und ist ca. 50 Kilometer westlich von der Großstadt Tampa entfernt. Die Stadt hat ca. 100.000 Einwohner. Der 52-jährige Radiojournalist will uns zeigen, was ihn ärgert. Und er begleitet uns ins Zentrum. Die Innenstadt wirkt wie ausgestorben. Passanten oder andere Autos sieht man kaum. Ja, das sind alles Scientology-Gebäude. 503 Cleveland Street. Scientology hat den Stadtkern komplett übernommen. Überall sehen wir Logos und uniformierte Scientologen. Egal, wo wir langfahren, sie sind überall. Sie marschieren zwischen Gebäuden hin und her und verschwinden. Was wir sehen, wirkt auf uns sehr militärisch. Nichts erinnert hier an einen Ferienort. Wir versuchen, mit einigen Scientologen ins Gespräch zu kommen. Erfolglos. Sie ignorieren uns. Ich gehe mal jetzt rüber. Anhänger aus aller Welt kommen hier ins spirituelle Hauptquartier nach Flag, wie die Scientologen ihr Mekka nennen. Das Logo Flag ist überall in der Stadt zu sehen, auf vielen Fahrzeugen und auch auf Gebäuden. Hier wollen sie die Lehre des verstorbenen Scientology-Erfinders L. Ron Hubbard studieren. Im Internet wird der amerikanische Science-Fiction-Autor als Erfinder der Dianetik präsentiert. Seine Lehre? Nur sogenannte Titane, eine Art geläuterte Geistwesen, können die Menschheit vor dem drohenden Untergang retten. Um ein solcher Titan zu werden, besuchen die Anhänger teure Kurse und Sitzungen. Mit speziellen Trainingsmethoden könne jeder Mensch ein Titan werden und die Welt von allem Übel befreien, schreibt Hubbard. Wegen dieser Psychotechniken und den enorm hohen Teilnahmegebühren steht Scientology in der Kritik. Das größte und teuerste Gebäude in Clearwater ist das Superpower Building. Wie fast alles in Downtown gehört es Scientology. Laut US-Medien soll der Bau 145 Millionen Dollar gekostet haben. Eröffnet wurde es von Sektenboss David Miscavige mit prominenten Gästen, den Vorzeige-Scientologen Tom Cruise und John Travolta. David Miscavige will mit seiner pseudomilitärischen Organisation eine eigene Welt errichten. Wer dabei stört, bekommt es mit dem sekteneigenen Geheimdienst zu tun, dem Office of Special Affairs, kurz OSA. Hier im zweiten Stock sind die OSA-Büros. Früher hießen sie Wächterbüro. Die haben einfach nur den Namen geändert. Warum braucht eine sogenannte Kirche einen Geheimdienst? Und warum sind hier alle uniformiert? Überall patrouillieren Sicherheitsleute in der City. Warum wird hier alles und jeder beobachtet, wollen wir wissen. Wir fragen nach. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you.
Hallo, was machen Sie hier? Ich bin vom Sicherheitsdienst. Oh, yeah. Für wen? Für die Kirche. Ah, okay. Okay. Ja? Okay. Im Auto zeigt uns Tom Enthüllungsberichte über OSA. Unter anderem das Formular eines wöchentlichen Berichts der OSA-Chefs an die Führung. Eine der Fragen lautet: Gibt es verdächtige Personen in der Zentrale? Falls ja, wie lautet der Name? Eine Kirche, in der man sich offenbar misstraut, denken wir. Tom ist wütend über diese Rundum-Überwachung. Nein, also die Stadt profitiert nicht von Scientology hier. Sie schüchtern die Leute ein und die kommen nicht mehr her. Auch die ganzen Überwachungskameras überall in Downtown Clearwater sind völlig unakzeptabel. Jeder kann sein Grundstück überwachen. Aber Kameras auf die Umgebung zu richten, geht zu weit. Damit überschreitet man eine Grenze. Das akzeptiere ich nicht. Zu Fuß gehen wir downtown durch die Straßen. Der Weg zum Glücklichsein steht an diesem Haus. Doch alles, was uns auffällt, sind verdunkelte und verhängte Fenster. Nach glücklich sieht das hier nicht aus. Und immer wieder deutet Tom auf Überwachungskameras von Scientology. Was sollen die beobachten? Die hier zeigt nicht auf den Eingang. Eigentlich sollte sie auf die Tür zeigen. Man will ja eigentlich sehen, wer da kommt. Aber sie wollen sehen, was auf der Straße los ist, welche Autos vorbeifahren und wer vorbeigeht. Mit Sicherheit hat das nichts zu tun. Das ist nicht mal Verfolgungswahn. Sie wollen einfach alles kontrollieren. Die digitalen Augen sind auch auf Cafés und Restaurants gerichtet. Ich habe mal die Geschäftsführerin gefragt. Sie sagte, sie könnten nichts dagegen machen. Sie ist auf deren Grundstück. Als Bürger von Clearwater wird man also überall gefilmt. Around downtown you can count on Scientology cameras being on all the buildings. Die Scientologen sind sehr ängstlich. They are extremely fearful. Überall sehen wir diese weiß-blauen Busse, egal durch welche Straße wir fahren. Sie bringen die Scientology-Mitarbeiter von ihren Unterkünften zu den Schulungszentren. Auch die Busse haben verdunkelte Scheiben. Im Sandcastle Hotel wohnen keine Urlauber. Es ist das luxuriöse Schulungszentrum für wohlhabende Scientologen. Nur für sie fahren die Busse. Passanten oder Touristen sehen wir keine. Auch an der Haltestelle wieder Überwachungskameras. Und auch der Sicherheitsdienst von Scientology ist wieder da. Wir können keinen Schritt gehen, ohne beobachtet zu werden. Ich glaube, sie haben Angst davor, dass Ex-Scientologen oder andere ihnen irgendetwas Böses tun könnten. Aber das bilden sie sich nur ein. That's in their mind. That's 100% their creation. I've never known ich habe that to noch be the nie case. Gehört, dass sowas passiert they also have a fear. See, außerdem the fürchten in sie, now. Achtung, da kommen they die Busse, also have a fear of people, staff dass ihre Angestellten die Nase voll haben und wegrennen von diesen Sklavenjobs mit schlechter Bezahlung und vielen Überstunden. Long hours and the really low, und auch vor der harten Bestrafung für ihre Fehler. That they might leave. And some do. Denn manche rennen tatsächlich weg. Das wollen sie sehen, um die möglichen Ausreißer zurückholen zu können. Yeah, so they can send someone out to try to retrieve them. Kann ich als normaler Bürger da mitfahren? Nein, auf keinen Fall. Die sind nur für Flag-Angestellte. Nur für die sind diese Busse. Unseren nächsten Termin haben wir mit Luke Lyrit, einem bekannten Rechtsanwalt.
Momentan arbeitet er an 240 Fällen und hat wenig Zeit. Luke Lyrett wuchs in Clearwater auf und ist ein begeisterter Gitarrensammler. This is a very old one, where after, actually after World War II, they started to use pieces of lipstick. Er hat ein riesiges Archiv über die Geschichte der Stadt und die Scientology-Organisation. 1975 ließ L. Ron Hubbard hier das erste Hotel kaufen. Und das, obwohl der damalige Bürgermeister von Clearwater kein Freund der Scientologen war. Early on, when the Scientologists first came here, we had a mayor by the name of Gabe Caceres. Damals in den 70ern, als die Scientologen hierher kamen, war Gabe Caceres Bürgermeister. Er sah Scientology als Invasion und stufte sie als Sekte ein. Ihm war auch klar, dass der Kauf des Fort Harrison Hotels in der Stadtmitte einen absolut negativen Effekt auf den Tourismus haben würde. Clearwater would have a very detrimental impact on what would otherwise be a tourist destination for people throughout the world. So he took a very active stance deshalb hat er sich aktiv gegen die Scientologen gewehrt. Diese haben dann aber versucht, ihn zu stürzen. Sie haben ihm wirklich alles Mögliche angehängt. Das war ein richtiger Krieg. Die Akten sämtlicher Fälle spiegeln das wider. Lyrett besitzt Videoaufnahmen aus den 80er Jahren. Damals demonstrierten Bürger und Kritiker gegen die Scientologen. Heute greift kein Lokalpolitiker mehr ein, wenn es Ärger mit Scientology gibt. It's political suicide to take an active role against Scientologists. Because es ist politischer Selbstmord, sich aktiv gegen die Scientologen zu wehren. Sie haben sich in der Mitte der Stadt niedergelassen und sich immer mehr ausgebreitet. The assets and the resources to sie haben die finanziellen Möglichkeiten, ihre Sachen durchzubringen. Sie bezahlen sogar politische Berater und PR-Leute, um alles daran zu setzen, einen Gegner zu zerstören. Any end possible to destroy that politician's chance at being elected. So wurde auch Bürgermeister Gabe Caceres nach diversen Hetzkampagnen abgewählt. Seitdem gibt es Gerüchte, dass der Scientology-Geheimdienst USA über jeden Schritt der Bezirksregierung Bescheid weiß. The minute that there's some scrutiny on one of their policies or one of the commandments in dem Moment, wo eine genaue Beobachtung und Untersuchung wegen etwas stattfindet, sagen die Scientologen, das waren wir nicht, sowas machen wir nicht mehr. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass deren Sicherheitsdienst immer Wege findet, Organisationen zu infiltrieren und an private Unterlagen zu kommen. Und Scientology-Boss David Miscavige weiß die Verbindung von Politik und Showbusiness zu nutzen. Tom Cruise und John Travolta sind oft zu Besuch in Clearwater. Luke muss zum nächsten Termin. Wir begleiten ihn ein Stück. Wie Tom Smith ärgert er sich über die Veränderungen in seiner Heimatstadt. Ja, natürlich haben wir die tollsten Strände der Welt, sogar offiziell ausgezeichnet. Und es war ein toller Ort, um hier aufzuwachsen. Jeder kannte jeden. Ich konnte hier einfach in das Restaurant in der Cleveland Street gehen. Aber nun ist die Stadt bekannt als das Hauptquartier dieser extrem aggressiven Organisation, die so viele Dinge vor der Öffentlichkeit versteckt und so hart dafür kämpft, das Universum zu erobern, mit dem Ziel, dass jeder ein Scientologe werden soll. Das stört mich. Sieh mal, jedes Mal, wenn einer von Clearwater spricht und nicht Strand sagt, sagt er Scientology. Da mögen die stolz darauf sein. Für mich ist das Stress. Das ist wie, ja, die haben meine Stadt übernommen. 67 Gebäude auf 10 Quadratmeilen im Wert von mehr als einer halben Milliarde Dollar besitzt die Sekte. Viele davon im Stadtzentrum, darunter Hotels, Trainingszentren, Büros und sogenannte religiöse Refugien. Der Plan von Gründer L. Ron Hubbard, die Stadt Clearwater zu übernehmen, bekannt als Operation Normandie, scheint aufgegangen zu sein. Von Luke Lyrett haben wir die Adresse einer Frau bekommen, die an der Operation Normandie mitgewirkt haben soll, beim Scientology-Geheimdienst OSA. Hier sollen wir sie finden,
In dieser Wohnwagensiedlung, wo Menschen leben, die sich ein Haus oder eine Wohnung in der Stadt nicht mehr leisten können. Rentner, Lehrer, Taxifahrer oder Handwerker. Und Dee Findlay. Sie ist erst vor kurzem hierher gezogen. Dee zeigt uns Bilder und Erinnerungsstücke aus ihrem Leben. Vor einigen Jahren starb ihr Mann. Nun ist sie finanziell am Ende und musste ihr Haus verkaufen. Eine Altersversorgung hat sie nicht. Das, was sie ruiniert hat, steht im Garten in einem Schuppen. Was ist das? Scientology-Material im Wert von $10,000. Zwei Drittel sind brandneu, nicht mal geöffnet. Wie alle Scientologen wollte auch Dee ein Titan werden. In diesen Traum hat sie viel Geld investiert. Scientology hat ihr Antworten auf alle Fragen des Lebens versprochen. Für Dee hat sich der Traum nicht erfüllt. Stattdessen Schulden und Verbitterung. Hubbards Kontroll- und Verfolgungswahn wollte sie nicht mehr ertragen. Er war wirklich fies. Er hasste einfach jeden. Für ihn war jeder schlecht. Er war nur negativ. Das konnte ich nicht aushalten. Seit ihrem Ausstieg 2012 fühlt Dee sich nicht wirklich sicher. Sie weiß, wie Geheimdienste arbeiten. Von OSA wurde sie, wie sie uns erzählt, in das Büro eines Lokalpolitikers eingeschleust. Scientology suchte nach Leuten, von denen keiner dort wusste, dass sie Scientologen waren. Sie änderten meinen Namen, nicht illegal, aber so, dass man mich nicht fand und sagen konnte, sie ist Scientologin. Ja, ich war recht erfolgreich dabei. Ich wurde da eingeschleust und freundete mich mit vielen im Büro an. Sie zeigt uns einen Presseartikel von damals. Dieser stellt alle Kritiker der Organisation wie Politiker und Journalisten in Clearwater als Zielscheiben dar, weil sie die Ausbreitung des Sektenkonzerns in der Stadt verhindern wollten. Heute, 40 Jahre später, gibt es kaum noch lokalen Widerstand. Dee Findlay gehört zu den ganz wenigen, die aktiv gegen Scientology in Clearwater vorgehen. Von ihrer Tätigkeit als OSA-Spion wusste nur ihr verstorbener Mann David, sagt sie uns. Every time I come home. Jedes Mal, wenn ich von einem Auftrag nach Hause kam, musste ich mich an alle Namen erinnern. Sie suchten nach Feinden. Und mit wem sind die Feinde in Kontakt? Solche Sachen. Sie meinen Lokalpolitiker, Offizielle? Sie wollten Informationen. So konnten sie schon vorher wissen, wer was macht. Wer könnte Probleme machen? Wer spricht schlecht über uns? Wer könnte uns verklagen? Sowas sollte ich mir merken. Ihre Nachbarn wissen nicht, dass sie vor vielen Jahren dabei geholfen hat, Clearwater in die Stadt der Scientologen zu verwandeln. Heute leidet Dee sehr darunter. Ich fühle mich schuldig, dass ich geholfen habe, Clearwater zu dem zu machen, was es jetzt ist. Ich werde alles übers Internet verbreiten. Ich hatte bisher nicht die Chance dazu. Zurück in der City sind wir wieder mit Tom verabredet. Das Erste, was wir sehen, scientologische Schüler marschieren nach der Mittagspause unter den wachsamen Augen des Sicherheitspersonals wieder zum Unterricht. Laut einer Studie über Clearwater bringt Scientology der Stadt große wirtschaftliche Vorteile, weil sie tausende Arbeitsplätze in der Region unterstützen. Auf den ersten Blick? Nichts zu erkennen. Ein florierendes Stadtleben gibt es jedenfalls nicht. Leere Ladenlokale, wohin wir auch schauen. Warum sind alle diese Geschäfte leer? Es gibt hier kein Leben. Die Scientologen, die hierher kommen, geben ihr Geld fast nur in Flag aus. Und Nicht-Scientologen, die in dieser Region leben, fühlen sich in der Innenstadt von Clearwater unwohl und kommen nicht hierher. Deswegen ist die Wirtschaft hier so schwach und es gibt hier keine Läden. It's economically depressed. That's why so many storefronts are empty.
Ist das nicht auch schlecht für die Gemeinde? Ich denke, die brauchen doch Steuereinnahmen. Ja, das ist wirklich schlecht für die Steuereinnahmen der Stadt. Grundsteuer- und Gewerbesteuereinnahmen sind ganz gering. Hier ist ja keiner, der was kauft. Hier steht ja fast alles leer. Deshalb kaufen die meisten Bürger in Shopping-Malls außerhalb, wie hier in Bel Air Beach. Doch auch hier entdecken wir Scientologen. Ja, das Scientology-Symbol. Dreiecke und das S. Ja. Kann man kaufen. Zum Aufkleben. Und in einem Buchladen die passende Literatur. Hier werden wir zum ersten Mal von Scientologinnen angesprochen. Vermutlich die Chefin, verlangt allerdings sofort von uns eine Drehgenehmigung. Tom macht sie darauf aufmerksam, dass wir uns auf öffentlichem Gebiet befinden. Das ist ein öffentlicher Platz. Und wir wundern uns kaum noch, wir werden wieder gefilmt. Überall Kameras. Die Frauen folgen uns fast bis zum Auto. Na, sie haben offensichtlich vor etwas Angst. Sie wollen nicht gefilmt werden und nicht in die Medien sein. Sie müssen alles berichten. Sie ruft wahrscheinlich jemanden beim Scientology-Geheimdienst in Flag an. Kein Wunder, dass Tom und andere Bürger genervt sind und die Innenstadt meiden. Überall lauert Scientology. Im Wirtschaftsamt, dem Clearwater Economic Department, werden wir erwartet. Durch Tourismus und Industrie gehe es der Region gut, sagt man dort. Den Zustand der Innenstadt versucht Direktor Mike Meidel optimistisch zu sehen. Die Scientology-Kirche hat ein wichtiges, großes Schulungszentrum in der City von Clearwater. Und viele Unternehmen dort gehören auch Scientologen privat, nicht der Kirche. Das macht es schwierig. Anfangs, als die Scientologen hierher kamen, gab es Probleme. Die Einwohner kamen damit nicht klar. Aber ich denke, inzwischen haben sich die Scientologen etwas mehr in die Bevölkerung eingegliedert. Er zeigt uns noch ein Werbevideo. Es stellt den Erfolg der Region durch Wirtschaft und Tourismus dar. Scientology scheint hier viel Geld umzusetzen. Im Gegensatz zum normalen Gewerbe profitiert die Organisation seit mehr als 20 Jahren von einem gewaltigen Steuervorteil. Die Schulungszentren und die Kirchengebäude sind von der Steuer befreit. Aber die Wohnhäuser und andere Gebäude wie Speisesäle etc. müssen Steuern abführen. Sie sind der drittgrößte Steuerzahler in Clearwater, obwohl der größte Teil des Eigentums steuerfrei ist. Kritik am Scientology-Konzern äußern Politiker offenbar nur ungern. Öffentlich will kaum einer etwas dazu sagen. Aber es gibt Ausnahmen. Karen Williams-Seal, eine von den Bürgern gewählte Vertreterin der Lokalregierung, will mit uns sprechen. Wir fragen sie direkt nach der Situation in Clearwater. Ja, die Scientology-Kirche ist schon lange hier. Ich sage immer, die Innenstadt sollte für alle Bürger da sein. Zum ersten Mal hören wir leise Kritik von offizieller Seite. Zwar versucht Scientology, politische Widerstände zu brechen, doch es gibt Menschen, die sich wehren. Erst kürzlich wurde Kurtaxe auch auf die Hotels der Scientologen erlassen. Aber ja, es ist eine schwierige Situation, wenn keine Steuern gezahlt werden. Unsere Versuche, mit Scientology-Vertretern zu sprechen, schlagen fehl. Als wir einer Tür am OSA-Gebäude zu nahe kommen, bemerken wir, dass jemand sogenannte Audio-Jammer einsetzt. Plötzlich sind unsere Tonaufnahmen und Handygespräche gestört. Und wir machen Bekanntschaft mit der Clearwater Police. Wir hätten unerlaubt das Grundstück betreten, heißt es, und bekommen eine Verwarnung. In bunten Werbepublikationen erscheint Sektenboss Miscavige als Freund der Behörde. Sogar der Polizeichef von Clearwater posiert für ein Scientology-Projekt. Und die Beamten dürfen in ihrer Freizeit in Uniform für Scientology als Sicherheitsleute arbeiten.
Ein Polizist folgt uns und Tom spricht ihn an. How are you? Are you on duty? Hallo, sind Sie im Dienst? You are. Sind Sie? Okay. Okay. Hat Scientology Ihnen von uns erzählt? Sind Sie Presse? Yes. Ja. Ich darf nicht mit Ihnen sprechen. Okay, who can? Wer dann? Ich nicht, der Supervisor. Supervisor can. Oh, wait. Wie heißt er? Ich kenne den Supervisor hier nicht. Dabei bleibt es. Uns erscheint dies alles undurchsichtig. Nachts an gleicher Stelle. Die Busse sind immer noch unterwegs. Wir folgen ihnen aus der Stadt heraus. Vor einer Wohnanlage bleiben wir stehen. Filmen können wir nur aus dem Auto. Mit hohen Zäunen und Kameras ist die Anlage streng abgeschirmt. Auf uns wirkt das alles eher wie ein Hochsicherheitstrakt und nicht wie das Hotel von Kirchenmitgliedern. Auf dem Rückweg werden wir plötzlich von der Polizei verfolgt. Das Blaulicht bemerken wir erst nach einigen Kilometern. Sie machen uns ein Zeichen, wir sollen anhalten. Sind Sie hier ohne Licht gefahren oder sowas? Also jemand rief an und sagte, dieses verdächtige Auto ohne vorderes Nummernschild fährt ohne Licht da herum. Gibt es einen Grund dafür, dass Sie ohne Licht fahren? Ohne Licht? Nein, ich fahre nicht ohne Licht. Okay, wie auch immer, jemand nannte Ihr Nummernschild und sagte, Sie fahren ohne Licht. Nach längerer Diskussion dürfen wir weiterfahren. Wer sie alarmiert hat, wollen die Polizisten nicht sagen. Am nächsten Morgen treffen wir uns wieder mit Tom am Strand. Wir wollen uns verabschieden. Wir schildern ihm noch den Vorfall mit der Polizei. Ihn überrascht das nicht. Ein typischer Zwischenfall in Clearwater, meint er. Scientology ist mit unserer Gesellschaft nicht vereinbar. Sie haben ihr eigenes Glaubenssystem. Es unterscheidet sich von allen anderen. Der Außenwelt stehen sie sehr feindlich gegenüber. Sie halten sich für überlegen und denken, sie hätten Superkräfte und besondere Privilegien. Mit einer demokratischen Republik lässt sich das so niemals vereinbaren. Auf dem Weg zum Flughafen lesen wir in der Zeitung, dass Scientology schon wieder ein großes Gebäude in Clearwater erworben hat. Für mehr als 3 Millionen US-Dollar, mitten im Zentrum. Die ehemaligen Eigentümer sagen, einen anderen Käufer habe man nicht gefunden.